Der Baum, wo wir angefangen haben. In meinem Kopf setzt sich gerade ein Bild zusammen. Und das ist nicht schön. Ich sag das so, als wäre das hier irgend so ein Krimi oder sowas in der Art. Ja, vielleicht ist das ja auch ein Krimi. Man weiß es nicht. Dass im Kopf dieses verrückten Hühnchen vor sich geht. Na? Erzähl du mal, wo sind denn die ganzen optionalen Wege? Damit ich nicht ins Schwert reinlaufe. Die Dinger da machen mich irgendwie skeptisch. Ich habe irgendwas gedrückt, irgendein Mechanismus wurde ausgelöst. Okay, okay. Ich sag schon wieder so oft okay. Das ist überhaupt nicht okay. Chicken, du wiederholst dich. Auf jeden Fall habe ich das Gitter da unten im Wasser aufgemacht. Oh. Ist das ein optionaler Weg? Dann tauch mal, Garrett. Tauch mal. Gibt's eigentlich Unterwassergegner? Ich hab mir gerade ein bisschen Sorgen wegen meiner Luft. Auch nur so ein bisschen. War das knapp? Halleluja! Ein Wasserfall! Moment! Sehe ich das gerade richtig, dass das Wasser hochfließt? Ich habe kein gutes Gefühl. Ich bin hier doch bestimmt richtig, oder? Oder? Ist der echt den Wasserfall hoch, das Wasser? Komm, hier bist du doch bestimmt ungesehen. Breath Potion. Ah, damit ich unter Wasser länger atmen kann, ne? Ja, vor allem, damit ich unter Wasser länger atmen kann. Damit du unter Wasser länger die Luft anhalten kannst, Chicken. Wieso? Da steht doch Breath für atmen. Damit du unter Wasser länger atmen hast, Chicken. Irgendein Miniaturgarten. Äh,
Ich habe gerade das starke Gefühl, dass das der Ort ist, wo wir hin müssen, um hier aus dem Anwesen zu entkommen. Die Frage darfst du mir mal mit Ja und Nein beantworten, Rappi, ob das der Fall ist. Oder ich beantworte sie einfach selber, nämlich. Ich kann ja noch zurück, nehme ich mal an. Obwohl. Vielleicht ist hier auch das Schwert drin. Okay, ich habe jetzt ein anderes Szenario im Kopf. Da drin ist das Schwert und ich brauche halt den Breath Potion, um da lebendig durchzukommen. Ich will natürlich auch noch das Haus weiter erkunden. Weil das hier könnte ja vielleicht auch schon auf diesem Schwierigkeitsgrad zählen, dass wenn ich hier stehe, weil ich sozusagen dann entkommen bin. Man weiß ja nicht. Aber hey, vielleicht muss ich auch hier irgendwo stehen. Beim Main Gate. Garden? Fragezeichen. Wenn ich jetzt schon damit ankomme, kann ich wahrscheinlich damit rechnen, dass hier, ne, das Schwert ist in dem Bereich. Ja, einfach mal so einen Wasserfall hochschwimmen. Obwohl, das ist ja gar kein richtiger Wasserfall. Das ist ja ein... Es fällt ja nicht das Wasser. Was ist das Gegenteil von Fallen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sah es auf jeden Fall nicht mehr so knapp mit der Luft aus. Allein schon, dass hier das Gitter war. Und ich jetzt durch den Schaltermechanismus irgendeinen komischen weggemacht habe. Es sagt doch schon dafür aus, dass hier vielleicht das Schwert ist. In der Richtung. Also mögliche Aufenthaltsort für das Schwert habe ich schon mal ausfindig gemacht. Los, mach die Tür auf, Garrett. Na? Na? Ja. Oder ist da vorne... Oh, ich weiß gar nicht... Ist da vorne jetzt das Schwert? Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Komm, mach die andere Tür auch noch auf, wenn du nicht so weit wegstehen würdest. Weil das sieht schon ein bisschen nach Schwert aus, da vorne. Meine ganzen Theorien werden über den Haufen geworfen.
Es ist sowas von das Schwert da vorne. Ich rechne irgendwie mit Fallen, weil das ist jetzt so einfach. Nee, kein Schwert? Nur Kelche? Okay, von der Ferne hat es ausgesehen, als wäre da so ein Ständer, wo man so ein Schwert draufstellen kann. Ah, da vorne ist ja noch eine Türe. Chicken hat sich verguckt. Nicht diese Art von verguckt. Okay, hier brauche ich irgendeinen Schlüssel. Dann probieren wir mal unsere 300 Schlüssel aus. Keiner meiner Schlüssel funktioniert. Dann bleibt immer noch die Theorie offen, dass bei diesem Rohr der Schlüssel ist. Also hier, wo ich unter das Gitter hindurchschwimmen muss. Das ehemalige Gitter, das ich weggemacht habe, wie durch Zauberhand. Aber hier ist auf jeden Fall noch ein Dings. Eine Tür, wo ich einen Schlüssel brauche. Ich hätte einfach rüberspringen können. Was hat sie überhaupt da reingesteckt? Ach, da einfach nur in der Zone gezogen. Dieser kleine Schelm von einem Garrett. Ach. Körper, böse. Frage ist dann, wo soll ich mich umsehen noch? Diese Geräusche! Los, hüpf ins Blumenbeet. Tarne dich, Garrett. Tarne dich. Du bist eine Pflanze. Na, als ob Garrett als Blüte durchgehen würde? Ich weiß ja nicht. Das war jetzt eine unangewollte Anspielung an den neuesten Thief-Teil. Bin mal gespannt, wann Marco den weitermacht. Gar nicht. Na? Ich hab doch davor Fußschritte gehört. Ja, da, Wache. Na du? Wo gehst du hin? Nirgendwo gehst du mehr hin. Da gehst du hin. Ich bringe dich an einen besseren Ort. Also nicht das, was ihr jetzt denkt. Ist der hier ungesehen? Liegt eigentlich im Schatten, aber better safe than sorry. So, hier bist du. Weniger gesehen, falls noch irgendjemand auf die Idee kommen sollte, hier rund zu geistern. Meine Schritte! Ah! Das sind deine Schritte, Chicken. Nicht die von irgendeiner komischen Pseudo-Wache.
Okay, warum existiert dieser Bereich? Davon ist noch so ein Gitter. Alter, jetzt sag mir nicht, dass das noch so zu einem möglichen Platz führt, wo das Schwert sein könnte.